Moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Sie, ça va? Wir haben im Hintergrund mal wieder Elias nach 236 Jahren. Okay, servus. Und Leo, das ist sein guter Kollege. Hi. Leo, magst du Elias? Wie bitte? Magst du Elias? Ich kenne ihn noch gar nicht, hallo? Wer ist das? Nein, ich finde ihn cool. Jetzt bitte einmal die ehrliche Antwort, danke. Ja, er ist nice. Okay. Ihr habt's gehört. Wir fahren von Altheiligensee zum Falcon Place. Linie 27. Falcon Plates. Wir stellen schon mal eine Minute vor. Und wir fahren heute einen Bus. Einen MAN. Einen NG 312 müsste es sein. Und ja, mit VDV Dashboard. Viertürer. Ja, ist ein cooles Fahrzeug. Auf der Map. Fuck, wie heißt denn jetzt nochmal? Hallo? Ne, Reimersdorf oder sowas war das. Reimersdorf. Was? Reimersdorf oder was? Ja, Reimersdorf. Hoch, wer rauscht denn da? Reinickendorf heißt die Map. Ist sehr alt. Vorsicht, laute Türen. Ey, wer ist denn gerade so laut hier? Niemand. Doch, da hat jemand gerauscht von euch. Nein, das ist Elias. Der hat da irgendwelche Probleme mit dem Mikro. Sollte Elias hat Probleme. Mit der Klospülung gehen. Das habe ich mir schon gedacht, dass er Probleme hat. Okay, ich mach mal Dauersenden aus, auch wenn man eigentlich nichts hören kann. Ja, doch. Du hörst vielleicht nichts. Dieser Bus ist übrigens auch von Chrisley gebaut, oder? Ja, ne? Der NG312? Ja. Sicher. Ja. Oh, du hast den noch? Ja, den habe ich mir aus dem Polenforum runtergeladen, weil der ihn gelöscht hat. Aha. Aber der ist doch von Chrisley, ne? Ja, der hat den gebaut. Ich fand das Dashboard nicht ganz nice. Also das auch. Ja, das meine ich ja. Das finde ich besser als von dem Payware Booster. Ehrlich gesagt. Ja, der immerhin Stadtbus. Ja, das ist wirklich. Alter, Elias, mach mal halblang damit dein Geklicker. Oder willst du uns was verklickern? Ich nehme mal einen A37. Eiche. Von Bremen. Ich habe wenigstens noch ein Qualitäts-MAN. Ja, meiner klappert schön. Ja. Da klappert der sogar weniger hier. Obwohl er 400 Jahre älter ist. Ja, von 2009 ist meiner. Wo weißt du das? Weil das da drin steht in der Beschreibung. Ich glaube, das habe ich noch nie gelesen. Ja, man sieht schon, die Map ist sehr schön gebaut. Ich glaube, die ist tatsächlich noch aus Umsi 1 Zeiten. Die dürfte von 2014 sein, also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber ja, sie ist nicht schön, aber ja, sehr FPS-freundlich. Und ich dachte mir irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie sonst fahren soll. Testen wir mal einfach die Map. Warum nicht, ne? Boah, hier schaukelt das so schön. Oh Gott, das ist laut. Kennst du noch die Map Merino? Die sind wir damals mal gefahren. Ja, ich erinnere mich. Ich hab's leider nicht mehr, aber die war eigentlich ganz okay. Ich weiß gar nicht, ob ich sie hab. Das stimmt, die könnte ich auch nochmal fahren. Holla, die Waldfee. Oh Gott, warum bremst der so gut? Frage Nummer 1. Ich habe einmal ganz gebremst, um den Kali zu brieren, direkt. Boah, ich hab auf einmal Durst wie so ein Rasenmäher, ey. Ich glaube, ich schalte mir das ASR aus.
ASMR? Nein, das ASMR bei meinem Fahrzeug. Geil! Ah! Scheiße! Alter, hört ihr das? Was? Den Sound! Dass ich gerade einen halben Liter Wasser getrunken habe? Ich glaube, ich war gerade irgendwie 3000 km/h oder so. Krass, ich habe gerade einen halben Liter Wasser getrunken ungefähr. Elias, du kannst ja über Steam auch bei mir zuschauen. Kannst ja mal schauen, was da so vor sich geht. Ja, sehr schön. Bei dieser Map darf man definitiv nicht nach links und rechts gucken und einfach nur auf die Straße sich konzentrieren. Aber dann ist es ganz okay. Eigentlich müsste man den Sommer haben, weil dann sieht es wenigstens besser aus mit den grünen Bäumen. Und Fahrgäste sind auch überbewertet. Alter. Ich glaube, ich habe diesen Bus wirklich kaputt gemacht. Möglich. Ich kann dir gleich mal einen Screenshot schicken. Ich habe über 1100 km/h. Ja. Dieses Spiel ist dezent verbuggt. Dezent? Kiloweise ist das Spiel verbuggt. Sag mal, gibt es diese Linie oder so eine ähnliche Linie zumindest eigentlich auf X10? Also nicht an euch gestellt die Frage, sondern an die Zuschauerschaft. Huch, ach hier ist schon die Straße. Alter, das Spiel ist viel zu laut. Komischer Linienverlauf. Ah, jetzt habe ich die Kreuzung verstanden. Ah, verdammt. Warum wollen die nicht rein? Ah, hier hält noch eine andere Linie, eine KI-Linie. Dieser Bus ist mittlerweile sehr, sehr rar geworden. Genau wie der U405, also in Deutschland eigentlich komplett ausgestorben. Na, ich glaube, wir haben noch einen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, gut, aber so grob. Ich glaube, der fährt nicht mehr. Selbst im SCV. Ich habe ja auf der Website gelesen, dass der jetzt ohne Lackierung seit Oktober. Selbst in SCV-Betrieben sind die schon mittlerweile sehr rar geworden. Ja, die sind wahrscheinlich einfach nicht mehr wirtschaftlich, ne? Ich glaube, wir fahren noch den Rückweg. Ungefähr 8 Minuten, ja. Warum steigen die jetzt nicht ein? You wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Ich glaube, wir haben kein Weihnachten. Was? Mein Leben ist eine Lüge. Ist doch immer Weihnachten eigentlich. Wenn man will. Oder wenn man Geld hat.
Oder wenn man keinen Penis hat. Was? Wenn man das mit Weihnachten zu tun hat. Ja. Oh, wow, das kann man natürlich nicht lesen. Doch, da steht auch 27. Funktioniert der Wischerhebel? Nee. So auch nicht, ne? Das ist schade. Aber als Blinker wird er erkannt, aber irgendwie wird er nach vorne und nach hinten gezogen und der Blinker geht durchs Lenkrad. Okay. Aber sonst ist ja ganz okay, ne? Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Ich fahre jetzt einfach mal hier weiter. Wer rauscht denn da, Elias? Geht doch. Ich glaube, wir haben die ganze Karte gesehen mittlerweile. Nichts Spektakuläres, quasi Grundorf 2.0, nur ein Tickchen schöner. Irgendwie bremst er stark, aber trotzdem schwach. Keine Ahnung. Also er bremst eigentlich schwach ab, aber es fühlt sich stark an. Guck mal, so genau kann keiner die 20 halten wie ich. Eine Symbiose zwischen Zeiger und Anzeige. Okay, Fullspeed ist übrigens 85, wie wir sehen. Alter, was sind wir hier? Eine Leerfahrt oder was? Es will ja niemand einsteigen. Hast du richtig geschildert? Ja. Es steht auch niemand an den Haltestellen. Ja, okay, dann ist es ja klar. Ja, aber warum nicht? Ich habe 200% Fahrgastaufkommen eingestellt, ja? Wie immer. Dieses Spiel muss man nicht verstehen. Es hat immer seine Probleme. Da hast du wohl recht. Kann aber auch an der Map liegen. Ja, muss man dazu einstellen. Genau. Huch, was ist das denn für ein geiles Repaint? Ach, Ilsensee Stadtverkehr. Aber leider sehr verpixelt, das Repaint. Aber sonst ganz cool, ne? Wir haben die vierte Tür jetzt gar nicht benutzt, merke ich gerade. Huch, oh lol. Und die dritte eigentlich auch nicht. Also sieht schick aus, ne? So, da Busen.
Ja. Ach so, wir waren 34 Minuten zu spät. Mir wurden nur 4 angezeigt. Ach so, das. Daran kann das natürlich liegen, dass keiner eingestiegen ist. Naja. Oh. Ich hab gerade Aufstoß auf. Also, meine Magen und Damen und Herren, das war's mit der Folge. Ich sage dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Was sagt ihr dazu? Okay, wir verabschieden uns ebenso. Ja? Ja. Ciao. Das ist schön. Ciao mit V!